Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu The Isle. Wir spielen mal wieder als unser T-Rex und wir sind schon mega, mega weit. Sind vom Fortschritt schon bei, ja, ihr seht schon, 985 von 1. Das heißt, die letzte Wachstumsstufe ist auf jeden Fall nicht mehr weit entfernt. Und ich glaube, wenn wir das erreicht haben, dann sind wir wirklich sehr, sehr stark und bedrohlich. Aber das müssen wir jetzt erstmal bis dahin überleben. Können ja auch nochmal eben hier gucken. 98%, Futter bei 56, Wasser bei 63. Naja, wir müssen jetzt erstmal, würde ich sagen, was jagen gehen. Trinken ist jetzt gerade nicht so wichtig, weil einfach, weil es regnet. Und dadurch sinkt das natürlich sehr, sehr langsam. Ich höre hier ganz schön viel Rumgeschreie. Und da vorne ist schon was zu futtern. Das ging schnell. Und das sollte dann auch, na, eventuell schon unsere letzte Mahlzeit sein, bevor wir wachsen. Okay. Ein Biss, also das ist, wir sind schon echt sehr, sehr stark. Bin mal gespannt, wie stark wir sind, wenn wir dann nochmal wachsen. Momentan sieht es aber sehr, sehr gut aus. Also hier sind auch keine gefährlichen Dinosaurier. Also alles ganz entspannt und im grünen Bereich. Oh, das ging jetzt aber schnell. Wir sind nicht mal voll geworden. 72% nur. Oh, dann müssen wir noch mehr finden. Er scheint ganz schön großen Hunger zu haben. So Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir sind bei 100%, wir können wachsen. Noch sind wir dieser, ja klein würde ich ihn gar nicht bezeichnen, aber wir werden jetzt wachsen. Und dann sind wir ein gigantischer T-Rex. Und jetzt geht, glaube ich, das große Fressen los. Also, das wird jetzt, ne, Einladung wollen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir probieren mal eben die Schreie aus als Ausgewachsener. Okay, das klingt auf jeden Fall bedrohlich. Gehen wir alle durch. Wir sollten jetzt nicht mal allzu viele natürliche Feinde haben. Allerdings müssen wir wahrscheinlich jetzt durchgehend jagen, weil wir einfach unersättlich sein werden. Wenn jetzt auch erstmal schnuppern, trinken brauchen wir auch gleich. Ich höre da hinten ja auf jeden Fall schon Gebrüll, dann können wir danach zum Trinken gehen. Oh, da liegt sogar noch Fressen. Ich hoffe, da können wir uns noch ein wenig ernähren. Oder ist das hier einfach nur eine... Ne, es sind nur Reste, die kann ich jetzt nicht verzehren. Schade, schade. Oh, hier vorne liegt was zu fressen. Und noch ein anderer. Okay, das ist gut. Ich glaube, hier war noch ein Raptor, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch egal, wir fressen jetzt erstmal. Ich denke nicht, dass der uns was anhaben kann. Hier gibt es auf jeden Fall einiges zu futtern. Okay, das war schon mal ein Mini-Snack. Aber hier direkt den nächsten. Oh, das sieht gut aus. Boah, der braucht aber auch echt viel zu futtern, der T-Rex. So, wo war jetzt hier der letzte Araceratops? Der ist doch hier gerade auch noch rumgelaufen. Ist der jetzt vor mir geflohen? Das ist nicht gut. Na, das Futter reicht ja erstmal, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal Richtung Wasser. Man fühlt sich jetzt auch schon echt mächtig so groß. Also das ist schon nicht schlecht. Und das hier meine Fußabdrücke? Ne, das ist wahrscheinlich von den Avas. So. Ich bin aber nicht der Schnellste und habe nicht die längste Ausdauer, aber dafür bin ich, glaube ich, ziemlich stark. Guck mal, die Bisskraft, die ist sehr, sehr hoch im Gegensatz zu den anderen. Ich kann natürlich immer noch ein bisschen mehr wachsen und noch stärker werden, aber immerhin haben wir jetzt schon mal diese Stufe erreicht. Vorne sind Abdrücke von was Größeren. Nicht, dass das hier irgendwo lauert, aber ich denke nicht, dass es mich angreifen wird. Also alles ganz entspannt. So, wir sind jetzt hier vorne am Donutsee. Da trinken wir jetzt mal eben. Hier ist leider gerade keine Beute. Sonst hätte ich die auch gleich erlegen können. Aber dann trinken wir uns erstmal voll, ganz in Ruhe. Und dann können wir uns hier vielleicht auf die Lauer legen und schauen, ob hier was vorbeikommt. Ich habe jetzt echt nicht mehr so viel Angst zu sterben, weil ich weiß ja, wie stark so ein ausgewachsener T-Rex ist. Ich habe es ja auch schon versucht mit einer Allosaurus-Herde, mit 6 Stück. Haben wir, glaube ich, mal einen Giga versucht anzugreifen, der ausgewachsen ist. Und wir sind einfach alle kläglich gescheitert.
Und ich glaube, der T-Rex ist relativ gleich stark wie der Giga, wenn die ausgewachsen sind. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten Dinosaurier mir nichts anhaben können. Ich glaube, ich bin jetzt hier bei den Raptorfelsen angekommen. Zumindest klingt das so. Ja, da hinten sind auf jeden Fall Raptoren. Aber die sollten ja mir eigentlich nichts anhaben können. Ich stolz hier einfach mal hier auf die Ebene. Vielleicht gibt es hier noch was zu futtern. Hallo Raptoren. Ah, da hinten gibt es tatsächlich noch was zu futtern. Das ist sehr gut. Oh, hier gibt es einiges zu fressen. Also gut, dass ich hergekommen bin. Das werden wir jetzt erstmal alles verspeisen und dann gucken wir mal. Ich habe immer das Gefühl, hier kommen auch relativ viele Leute immer hin, wo die Raptoren kommen. Ich bin ein Aasfresser. Geh mal hin zu den Raptoren, mal schauen, was sie machen. Werden uns schon nicht angreifen. Und wenn, dann sollten wir uns eigentlich verteidigen können. Gucken, ob die friedlich sind. Oder ob die wirklich auf Stress aus sind. Das ist schon schön, wenn man hier so rüberstolzieren kann. Die bücken sich auch. Würde mich ja hinlegen als Zeichen des Friedens, aber ich weiß nicht, ob das so sicher ist, so viele Raptoren wie das hier sind. Die sind auch alle ausgewachsen. Die meisten. Ich glaube aber, wenn die mich angreifen würden, würde ich sie besiegen, oder? Dann sind noch mehr Raptoren. Mich gerade angefaucht. Na, wir gehen mal weiter. Da vorne scheint noch Futter zu liegen. Gucken, ob die uns verfolgen. Ich hoffe es nicht für sie. Jetzt muss ich die leider platt machen. Ich will aber mit den Raptoren eigentlich gar keinen Stress anfangen. Ich meine, die sind sowieso nur ein kleiner Snack. Und die sind einfach nur nervig und schwer zu kriegen, denke ich. Mich echt gern mit den anfreunden so. Aber die werden mir nicht trauen und ich traue denen auch nicht. Es sind leider auch nur Raptoren. Ich würde gern irgendwas jagen oder so. Ja, die wollen mich auf jeden Fall fernhalten von ihrem Zuhause. Sind aber auch gezählt 7, 8 oder so. Kommt, glaube ich, hin. Wir verschwinden mal ein bisschen. Das hier scheint der. Ich leg mich mal hin, mal gucken, was passiert. Na, guck mal.
Ja, Stress wollen die nicht. Außer die hacken einen fiesen Plan aus. Hallo. Kommt immer näher. Ich glaube, da vorne ist auch ein Nest in dem Busch, ne? Ich weiß es nicht ganz sicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zähle ich. 7 ausgewachsene. Ich glaube sogar noch mehr. 8. Da hinten war ja auch noch einer. Was macht er denn da? Okay. Ich glaube, ich habe denen jetzt ein klares Zeichen gegeben, dass ich keinen Ärger will, sonst wäre ich auf sie losgegangen. Oh, die jagen da irgendwelche kleinen Sachen. Die brauche ich nur nicht. Da vorne im Wald liegt auch noch irgendwie Futter. Hol ich mir mal eben, denke ich. Da hinten liegt auch noch Futter. Also hier liegt überall Futter. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich mit den Raptoren einen kleinen Pakt habe. Aber trotzdem werde ich die nicht trauen. Also nicht richtig. So viele. Dachte schon, er will mich angreifen. Boah, wie viele das sind, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber das sind, glaube ich, 10 Stück oder so. Richtig heftig. Oh, die greifen mich an. Okay, jetzt wollen sie Stress. Ich glaube, ich bin deren Nest zu nahe gekommen. Ey, wollen die mich jetzt echt fressen? Kommt her, ey, ihr hinterhältigen Dinger. Ein Bissen und ihr seid futsch. Ja, ich glaube, ich bin deren Nest echt zu nahe gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich fressen wollen oder ob die mich nur vertreiben wollen. Frech. Ich glaube, ich werde mich gleich auf die Jagd begeben. Ich darf nur nicht zu viel Ausdauer verbrauchen. Verfolgen mich. Diese Scheißviecher, ey. Wer ist am frechsten hier? Wer ist der allerfrechste hier, der Braune? Die wollen mich halt echt fangen. Boah, das war knapp. Verschwindet! Okay, der erste ist down. Ich hoffe, das war denn eine Lehre. Tja, das habt ihr davon. Ich labe mich jetzt an euch.
blute nur leider. Und ausruhen ist, glaube ich, nicht. Jetzt fressen sie ihren eigenen Mate. Aber ich glaube, das dauert, bis ich hier wirklich Schaden erleide von denen. Also ist alles ganz entspannt. Okay, die verschwinden jetzt auch. Ich glaube, die haben die Botschaft verstanden. Dann erholen wir uns mal eben. Und dann gucken wir mal. Jetzt sind wir wieder voll gefuttert. Haben wir schön einen Raptor gesnackt. Ganz entspannt. Wir sind auf 98. Okay, wir sind am Arsch. Oh mein Gott. Da kam er aus dem Nichts. Das gibt's nicht. Er hat uns die ganze Zeit beobachtet. Und dann lag ich am Boden und er hat zugeschlagen. Oh, das gibt's doch nicht. Da haben wir jetzt wirklich nicht lange überlebt. Das ist super ärgerlich. Es hat echt lange gedauert, den T-Rex hochzuziehen. Egal, das Video war jetzt ein bisschen kürzer. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich trotzdem sehr über ein Like freuen. Ich ärgere mich mega, dass es jetzt so schnell und so doof geendet ist. Aber naja, so ist das Leben halt. Ne? Es geht manchmal schneller, als man denkt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, euer Dandy.